Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unserer 100 Baby Challenge. Ja, und zwar ist unsere liebe Phoebe wieder zurück von ihrem anstrengenden Dinner-Date? Nein, ihren anstrengenden Dinner, weil die ist fix und fertig, der geht so schlecht. Die hat wirklich eine Lebensmittelvergiftung, ist total müde, hat immer noch Hunger, so war das Essen wirklich nicht so toll und stinkt. Also vor allem in einem, ne? Total beschissen. So, wieso steht hier ein angeknabberter Kuchen? Hast du den jetzt nicht gegessen? Hallo? Was ist dein Käsekuchen? Kann es überhaupt nicht leiden, wenn man Essen anknabbert und dann stehen lässt. Das schmeckt. Was haben wir hier? Dieses Lammkarree. Das schaut schon sehr, gut aus, wollte ich sagen. Schaut schon nicht schlecht aus, ne? Ja. Medium, wie man sieht. Dann haben wir hier so Spargel-Speckröllchen. Also davon würde ich ja nicht satt werden. Und dann lecker Käsekuchen. Lass die Teller stehen. Die diebische Elster holt ihn sich. Nein. Ich sag, die diebische Elster holt ihn sich. Ich geh da voll ab bei jedem Biss. So, mein Teller. So. Geht mal kurz noch ein Nickerchen machen. Geh mal kurz aufs Klo. Und dann mal ein Nickerchen machen. So. Und du? Gehst auch auf Toilette? Lass mich dir das sagen. Machst du mal noch kurz ein Snickerchen? Und du? Ich krieg keinen Teller. Was denn? Mich wieder zu zweit auf Klo gehen, ne? Muss ja nicht sein. Aha. Oh, Spaß. Frühs um 5:45 an einem Sonntag, ne? Würde ich ja mit Sicherheit nicht aufstehen. Aber mit ganz viel Sicherheit, also mit ganz viel Sicherheit, ich würde auf gar keinen Fall aufstehen. Oh Mann. Mit meiner Maus hier los heute. Nicht so lahm. Was ist denn los? Oh, ich muss aufpassen mit Musik. Mal lieber aus. Schau dir Fernsehen, ne? Schaut's mit den Fähigkeiten jetzt aus? Du hast es? Du immer noch nicht. Gut. Torix und Galerz. Du kannst alles noch trainieren, ne? Du kannst eigentlich alles trainieren. Hm, gehen wir runter. Du musst spielen dann. Du. Sag mal hier hoch. Da wollte ich hin. Also Fotografie, Kochen, Charisma. Alles blöde Sachen, die nicht so einfach zum Aufleveln sind. Hm. Malen. Wie ist mit Malen? Weil du bist ja Künstler. Komm, du malst. Dann. Ja, du bist doch schon aufs Klo vorher. Oh, das ist doch schlimm. Ja. Dann darfst du malen. Geht das jetzt? So. Gott. Okay, du hast es, haben wir gesagt. Du hast es nicht. Was könntest du dann lernen? Ja, die Wellness machen wir weiter, oder? Ja. Das machen wir. So. Hygiene brauchst du. Also das Prozedere. Aufstehen, duschen. Bett schlafen wir mal weiter. Gott, die ist noch so müde. Sie beobachtet Fische.
Ja, so toll. So, das hat. Jetzt geht's nicht, wo ich langsam mache. Da war wieder der Bug. Na gut. Du weißt nicht, was du machen sollst. Die ist total langweilig, ne? Ich merke schon. Du könntest mal kurz... Oh, Ach, denklich du schon. Stellt immer eure blöden Wassergläser dahin und trinkt sie nicht leer. Nervt. Was bist du jetzt vom... Du stehst jetzt auch da, wie du stellst, nicht abgeholt. Nein. Ich muss dann dahin. Vergiss es. Geh mal hier, komm. Üben. Ich hoffe, du warst auf Toilette. Okay. Ich verstehe nicht, warum er sich hier drin immer so unwohl fühlt. Oh, kannst du mal woanders hingehen, bitte? Schreiben, weiterschreiben. Ich mach zuerst mal ein Selfie. Ja, ich bin ja so cool. Ja, du bist nicht hässlich. Ne, kann man echt nicht sagen. Ah. So. So. Und dann gehst du mal hier runter. Und stellst dich hier so hin. Und dann... Tust du üben. Tust du hier mal üben. Schrecklich. Schreib du mal dein Buch fertig. Du hörst den Weihnachtssender? Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Aha. Dein Scheiß. Komm, tu mal auf. Es ist schon schön, aber es ist noch nicht so weit. Nein. Sender wechseln. Es ist vielleicht bald Zeit für Grusel in einem Monat. Ich weiß zwar echt nicht, was das mit Grusel zu tun hat. Seid mir nicht böse, aber das klingt ein bisschen wie Pink. So, weißt du, ein Hit and Run damals von Pink. Ich weiß ja nicht, was das mit Grusel zu tun hat. Tun wir mal verkaufen. Okay, wie schaut's bei dir aus? Ist kurz vorm Verhungern, Mädel. Komm, steh mal. Naja, es ist um 10. Du kannst... Was? Ey, du sollst malen. Bist du schon fertig? Okay, du bist schon fertig. Ich hab nichts gesagt. Komm nochmal. So. Ja, komm, jetzt reitsch dir auf. Oh, Tandemen. Wie schaut's? Warum dauert es immer so lange mit den Büchern schreiben? Kann ich echt nicht verstehen. So. Gehst du jetzt schon essen? Also. Warum warst du denn jetzt nicht auf Toilette? Das muss ich nicht verstehen, ne? Die ist kaputt. Oh, natürlich. Ja, dann geht da. Und öffnen. Suppe. Du Suppenkasper. Und dann wird hier unten Yoga geübt. Dass du endlich mal zum Einserschüler wirst. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da würde ja noch eher dein Bruder hier, der Jason, zum Einserschüler, wenn es so weitergeht. Genug.
Hälfte? Ja, Hälfte haben wir schon. Und was machen wir denn mit dir, kleine Maus? Hm? Okay. Die geht voll ab. Die geht voll ab. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sau cool. Sau cool. Und Fische beobachten. Bist du schon wieder fertig? Alter, das kann ja wohl nicht sein. Wir kommen in Verkauf. Viel... Hä? Ja, aber schon Level 2. Ne, dann komm. Ein Landschaftsgemälde, machen wir. Was ist du denn? Unwohl? Stell dich nicht so an. Meine Hübsche. Hilfe! Komm, du hast es bald geschafft. Mach. Go, go. Du... Steht schon wieder ein Teller? Habe ich was verpasst? Ah, mach Yoga. Uns geht's jetzt eigentlich ganz gut. Da. Wahnsinn, sag mal. Hallo? Schnell bist du denn? Kannst du mal hier dann ein bisschen trainieren? Hallo? Ich sag, du sollst trainieren. Ah, jetzt okay. Manchmal spinnt es einfach ein bisschen. Oh, oh, das wird dringend. Geh! Da. Und schon wieder Hunger, ey. Du bist so anstrengend. Mädel. Mach mal denn. Ei Benedikt, komm, wir machen ein Ei Benedikt. Ei Benedikt. Jetzt stehst du schon wieder hier rum. Was hast du denn? Unterhalte dich mal mit deinem Bruder. Spiel doch mit ihm. Unterhalte dich mit ihm. Und so. Oh Gott, es reicht. Es reicht. Steht sie halt. Ja, lass sie einfach stehen. Lass sie stehen. Hier kannst du mal ernten. Bewässern, dass sie auch mal was tut. Hat schon einen krassen, durchtrainierten Body, die Frau. Wahnsinn. Wahnsinn! Schaut schon gut aus. Chess-Liebhaber laufen einer nach dem anderen vorbei. Apropos, ich muss hier noch die an Verlag verkaufen.
JB Glow. Kühlschrank. Ich bin um 14 Uhr müde, das ist ja wohl. Mama, nicht gleich kommen. Klappt nicht? Okay. Dachte, sie setzt sich dann hin zum Essen. Ja, geh doch mal hoch. Hallo. Njam, 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 njam. Oh, jetzt ist das stehen. Hä? So, Nickerchen macht sie. Du auch. Sehr gut. Klingelt irgendein Handy? Seins. Möchte ver... ja klar, komm mal rüber da. Mal wegen plaudern hier. Könntest dich echt mal mit deinem Bruder unterhalten. Komm. Braucht das. Erkan. Jetzt auf zu spielen. Unterhalte dich mit deiner Schwester. Level 3 hat sie erreicht. Sehr gut. Dann mach hier mal ein Nickerchen. Wenn da liegt keiner. Oh, Biber. Karl, unterhaltet euch. Muskantrieb. Ja, für Babgar. Shabini Jabid. Turb System. Shema Corbeth. Grasha. Anseln. Ja, Prolis. Unfug. Zum Springen an Stacheln? Springst du denn vom Balkon oder was machst du dann? Oh, schau, wie Feuer! Wow! Chima! Hallo, Schwester! Stell mich mal freundlich vor, ich kenne dich zwar nicht. Ich glaube, du kennst sie gar nicht, ne? So. Sie ist kokett. Hallo. Oh Gott, wie sie sich schon anschaut. Oh, hab gesagt. Was sind du für eine hier? Zaffel of Pleva? Angie. Ah. Wapado. Oh, Lunu below. Eva Bow. Frida Duma. Ipso Flu. Hab ich das nicht ausgeschalten? Ach, du machst was ihr wollt. Na, jetzt ist mal was Gescheites da. Ach, ist was du willst. Duschen musst du auch mal. Mr. Alderoy. Sola. Ne, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Jetzt geht's ja hoch, weißt du? Und ich krieg hier wieder irgendeine Sperre, weil ein Lied läuft, was hier nicht laufen darf. Huh? So ein Blödsinn. Vor allem, weil es auf Simlish läuft, ne? Naja, ich sag da nichts dazu. Abzocker, alles Abzocker. Klingeln jetzt schon wieder von Handys, die ist nicht gerade nicht. Klingel nochmal. Nein? Okay, jetzt ist es weg. Was tust du jetzt? Spinnst du? Brauchst du jetzt nicht schlafen? Genauso wenig wie du. Du bist jetzt auch fertig. Du isst gerade. Oh, die Schinkel-Spargelröhrchen sind dann wohl verdorben. Die haben wohl dann ihre Zeiten gesehen. Ha, 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 ha.
Aber gut, damit haben wir schon wieder 20 Minuten erreicht und dann werde ich mich jetzt hier verabschieden. Ist nichts weiter passiert, wir warten immer noch auf das nächste Baby und sind in 11 Stunden im dritten Trimester, also es dauert noch etwas. Ja, die zwei und verstehen sich gut und ja, dann sage ich mal Tschüssi, bis morgen, hoffe ich doch, wenn nichts schief geht. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Also dann, ciao.